Manhunt behind the scenes. Hallo, ich bin Peter. Und ich bin der Karol. Und wir sind heute beim Stefan, unserem Hunter Nummer 5. Danke für die Einladung. Wo sind wir da eigentlich? Da drehst du ja auch deine Videos. Unter anderem ja, ist ein Skisportzentrum südlich von Wien, Taro, und mache hier regelmäßig mal Ausbildungen. Was uns interessiert ist, wie war es für dich als Hunter? Was sind die Herausforderungen für einen Hunter bei Manhunt? Wo waren die Schwierigkeiten? Mentale Belastung für die Spieler hat man auch bei uns ein bisschen gemerkt. Wir waren ja auch die ganze Zeit unterwegs. Und bei denen ist zwar der Fluchtinstinkt halt super emotional hart aufgeladen, aber bei uns war halt der Jagdinstinkt und der war halt auch stark emotional aufgeladen. Entschuldigung! Hey, da! Schnell! Ich leite den Weg ab, wir haben ihn gerade. Das heißt, wir haben da auf und ab gehabt, natürlich auch viele Enttäuschungen und viel Stress und Pushen. Das war sicher ein Faktor. Dann der Schlafmangel, den wir auch in einem gewissen Grad natürlich hatten, weil wir wussten, okay, wir müssen die Spieler in sensiblen Bereichen erwischen, halt, wo ihre Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen minimiert ist. Das ist halt meistens so um 4, 5 Uhr in der Früh, wenn die biologische Uhr wirklich auf einem Tiefstand ist. Da sind wir halt meistens immer losgestartet, was natürlich dann auf Dauer auch bei uns extrem sich zu Buche geschlagen hat. Was ist dir leichter vorgestellt? Ich wusste nicht, wie die Leute das handeln werden. Ja, ich wusste nicht, wie der Fitnesslevel der Leute ist. Ich wusste nicht, ob die ausgeklügelte Pläne haben. Das mit dem Trainhopping ist natürlich ja, clever, würde ich nicht anders machen. Was man sagen muss, 72 Stunden auf der Flucht, Manhunt. Er muss es halt 72 Stunden auch durchmachen. Und speziell jetzt in der ersten Nacht, speziell morgen in der zweiten Nacht, glaube ich, mit den ersten Ermüdungserscheinungen, die Risikobereitschaft der Leute wird sich verändern. Vor allem, weil jetzt noch alle im Spiel sind, fühlt sich jeder ein bisschen sicher, weil er weiß, dass nur 20% auf unserer Liste ist. Und ja, die Schrauben ansetzen und mal die ersten Leute aus dem Spiel nehmen. Erhöht den Druck dann auch auf die anderen. Aber jetzt wird sich jeder fragen, warum habt ihr Schlafmangel gehabt? Im Prinzip, ihr konntet ja schlafen. Aber trotzdem habt ihr nicht wirklich geschlafen oder zumindest sehr wenig. Ja, ganz klar, wir wollten den Leuten halt keine Ruhepause am Anfang gönnen. Wir wollten, auch die Strategie war halt, dass wir am Anfang sehr viel Druck aufbauen, dass die halt gleich merken, so okay, da hat man jetzt nicht ewig lang Zeit und die schlafen jetzt eh noch bis um 6, um 7 Uhr geht die Jagd los. Das darf halt gar nicht aufkommen bei denen. Wir müssen halt diesen Zermürbungskampf auch irgendwie aufbauen, denen permanent Druck machen, Speedhunts in der Früh auslösen eben, dass die sehen, oh, die meinen es ernst, weil das steigert halt natürlich dann auch die ganze Paranoia und die ganze Aufregung bei denen. Und das war halt ein Faktor zusammen mit der Zeit, der in unsere Hände gespielt hat, und das wollten wir auch maximal ausnutzen. Jagd geht weiter. Das heißt, machen wir eine kurze Bewegungsanalyse, was die Leute so machen jetzt um 3 Uhr. Und wenn wir uns dann festgelegt haben, starten wir vielleicht überhaupt gleich mit einem Speedhunt. 3 Uhr, 4 Uhr. Die sind jetzt die ganze erste Nacht draußen. Ich glaube, dass die richtig müde sind. Und speziell jetzt zwischen 3 Uhr und 4 Uhr gleich mit ganz hohem Druck reinstarten. Das war die vorletzte. Und die letzte, eine Sekunde. Unverändert. Geh mal, besser. Habt ihr es euch leichter vorgestellt? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich für meinen Teil sicher. Man hört halt diese Regeln vorher. Man macht sich halt grob so eine Vorstellung, wie das sein könnte. Aber das ist so, wie jeder, der mal eine Karte zum Navigieren sich angesehen hat und sich gedacht hat, ja, ich gehe hier und hier und hier. Und sobald du dann draußen bist, Boots on the ground hast und dich umschaust, schaut alles anders aus, eine andere Perspektive. Und genauso war es halt auch bei uns, oder eben, kann ich für mich sprechen, aber es war schon auf jeden Fall wesentlich anstrengender, als ich gedacht habe. Wie seid ihr das angegangen? Also habt ihr da geschaut, ob jemand GoPros anhat oder habt was war da euer Zugang? Ja, also natürlich die Fahndungsfotos, die wir bekommen haben. Ich meine, absichtlich nicht die besten. Danke, das ist Person männlich, 1,80 Meter,
sportliche Statur, Ende. Das war so fünfmal die Beschreibung des Gejagten. Wahnsinnig schwer natürlich. Wir haben uns dann fokussiert auf Leute, die eine GoPro in der Hand haben oder eben umgeschnallt. Und sich vielleicht auch ein bisschen auffälliger verhalten, weil jemand, der nicht in dieser Materie lebt oder so, diese Sachen, Flucht und Isolation, trotzdem man in einer großen Stadt ist, ist ja trotzdem eine gewisse Form von Isolation auch auf die Spieler, die da gewirkt hat. Da geht man anders, man bewegt sich ein bisschen anders und da so den Habitus hat man schon sehr schnell herausgesehen. Und ja, das waren so hat die. Hat man die GoPros schnell erkannt? Oder ist es eher so, dass die plötzlich zum Laufen angefangen haben? Also, wie gesagt, eher den Habitus und dann als Bestätigung hat man dann die GoPro gesucht und gesehen. Ich kann mich jetzt noch erinnern, die Szene mit Ferhat, als er auf dieser Wiese war, wo wir die Taktik gemacht haben, okay, die wissen, Silent Hunt ist da und da, dazwischen werden sie sich in ihrem Gebiet ein bisschen Ruhe gönnen, da schlagen wir jetzt zu. Und da habe ich dann halt einen Typen isoliert irgendwo rumstreifen gesehen, wo ich schon, auch wenn ich keine GoPros gesehen hätte, gewusst habe oder gespürt habe, so, okay, das ist sicher unser Mann. Natürlich, dann dreht er sich ein bisschen, der Winkel verändert sich und auf einmal sehe ich die GoPro und dann habe ich halt positiv auch durchgefunkt. Alles on target. Ich glaube, ich habe Sicht auf ihn möglicherweise. Ich habe Sicht auf ihn. Okay, soll ich zurückkommen? Mit einer Kamera? Ja, nein, Moment. Ich bleibe jetzt mal versteckt. Andi und Daniel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den runtertreiben kann. Er ist es. Schwarz gekleidet, er hält die GoPro vor sich und er geht über die freie Fläche, auf die ich jetzt gerade sehe. Was euch in die Hände spielt, ist die Zeit. Habt ihr das auch gemerkt, dass im Prinzip mit der Zeit die nicht gejagt wurden, leichtsinniger wurden? Also es gab ja einen Spieler, der ist ja dann extrem leichtsinnig geworden und der wurde noch recht schnell und leicht gefangen. Ne? Ja, ich glaube, dass die Paranoia ganz am Anfang gleich einmal wirklich hoch war. Auch jetzt so, was ich bei den kurzen Ausschnitten und den Reels gesehen habe, dass halt Leute sich bei jedem Auto panisch umgedreht haben und so. Je länger dieser Prozess dauert und man eben mehr Autos da an einem vorbeifahren und man sagt, okay, das ist das hunderttausendste Auto, das nicht die Taskforce ist, umso mehr sinkt halt diese Paranoia wieder ab und umso mehr beruhigt sich dann auch das Gemüt. Und natürlich wird man dann leichtsinnig, das habe ich auch vorhin gemeint, man muss halt permanent strategisch bleiben, cool bleiben. Und so wie es aber halt ist in so einer Situation, ist man am Anfang super hitzig und dann kommt halt wieder diese Flaute und man kann diesen permanenten Stresszustand auch nicht die ganze Zeit halten. Und wenn man dann halt nichts vorgesetzt bekommt, irgendwelche Leute, die einem nachlaufen, dann kann das schon sein, dass man sagt, okay, hier habe ich eine gute Position, hier würde ich weit aussehen und könnte mich immer noch absetzen, sollte etwas sein, aber die sind eh zu dumm oder zu beschäftigt für mich und ja, dann lehne ich mich zurück. Das war natürlich auch ein Ding, auf das man bauen kann. Ne? Als Gejagter muss man da topfit sein oder ist der Kopf wichtiger als die körperliche Fitness? Was glaubst du? Erfahrungsgemäß muss beides einfach zum gewissen Grad da sein. Die Leute, die glauben, dass das nur eine mentale Einstellung ist, wenn dein Auto einfach kein Benzin mehr hat, dann kann noch so viel Wille das Auto kaum bewegen. Du kannst es dann anschieben, ja, aber du wirst einfach nicht mehr die PS auf den Boden bringen, die eigentlich notwendig sind, um so ein Vorhaben halt erfolgreich abzuschließen. Das heißt, du musst schon zu einem gewissen Grad fit sein, natürlich mental auch, wenn du den besten Körper hast und topfit bist, aber halt mental nicht stark bist, dann bekommst du auch wiederum diese PS nicht auf den Boden, die du eigentlich hättest. Gerade wenn du mit Schlafentzug, mit Isolation, mit Hunger nicht wirklich gut umgehen kannst, dann hast du da und dort schlechte Karten. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Staffel, oder? Absolut, absolut. Bist dabei, oder? Hundertprozentig. Sehr cool. Dann danke, Stefan. Vielen herzlichen Dank. Liked und subscribed das Video und erzählt uns vielleicht auch noch in die Kommentare, was denn eure Taktik wäre, wenn ihr die Taskforce wärt oder sagt, was wäre denn das beste Tool für die Taskforce, die sie mitnehmen könnten. Genau, wir freuen uns und schaut auch beim Stefan vorbei. Der hat auch einen YouTube-Kanal mit extrem coolen Tipps. Danke.